Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Am 25. April diesen Jahres fand in Heilbronn die Gedenkveranstaltung zum 10. Todestag von Michelle Kiesewetter statt. Vor 10 Jahren wurde die junge Polizeibeamtin an der Theresienwiese ermordet. Ihr Andenken bleibt unvergessen, so wie das der 9 weiteren Mordopfer des NSU. Der schmerzliche Verlust, den die hinterbliebenen Familien erleben mussten, ist kaum in Worte zu fassen, auch heute noch. 10 Morde, 3 Sprengstoffanschläge, 14 Banküberfälle. Das ist die erschreckende Bilanz, die nachhallt, wenn wir heute an den NSU denken. Nach dem Auffliegen des NSU im November 2011 und einer Zeit der Fassungslosigkeit galt es zu klären, wie es zu diesen schrecklichen Gräueltaten kommen konnte. Und, was mindestens ebenso wichtig ist, was wir tun können, damit sich so etwas in unserem Land nie wiederholt. Aus dieser Grundintention begann hier im Parlament die Zeit der Aufarbeitung. Der Untersuchungsausschuss der 17. Wahlperiode hat zahlreiche strukturelle Fehler und Versäumnisse bei den Ermittlungsbehörden zutage gefördert. Schon der erste NSU-Untersuchungsausschuss hat sich in seinem umfassenden Bericht für zahlreiche Empfehlungen ausgesprochen, an denen wir in dieser Legislaturperiode hart gearbeitet haben. Freilich sind wir noch nicht am Ziel angekommen. Und freilich kann der Bericht der 17. Legislaturperiode nur als Zwischenbericht verstanden werden, denn viele Fragen sind damals offen geblieben. Deshalb war es auch unverzichtbar, dass wir in dieser Wahlperiode einen weiteren Untersuchungsausschuss eingesetzt haben, um uns der Verantwortung gegenüber den Opfern, gegenüber den hinterbliebenen Familien und gegenüber allen Menschen in unserem Land zu stellen. Wir wollen aufklären, was es aufzuklären gibt. Schon im ersten Untersuchungsausschuss wurde stets hervorgehoben, mit welcher Kooperationsbereitschaft und welcher vertrauensvollen Zusammenarbeit alle Fraktionen gemeinsam an einem Strang gezogen haben. Und obwohl ich selbst seinerzeit kein Mitglied dieses Ausschusses war, so möchte ich behaupten, dass der jetzige Untersuchungsausschuss dieser gemeinsamen und sachorientierten Arbeit in nichts nachstand. Für dieses zielgerichtete und von jeglichem Parteikouleur losgelöste Arbeiten möchte ich mich bei allen Kolleginnen und Kollegen ganz herzlich bedanken. Ergebnis dieser vertrauensvollen Arbeit ist der rund 1800-seitige Abschlussbericht. Auch wir kommen nicht umhin, einige Empfehlungen auszusprechen. Einen Punkt möchte ich besonders hervorheben. Und zwar die ergebnisoffene Ermittlungsarbeit der Behörden bzw. das Fehlen dieser. Denn was der erste Untersuchungsausschuss bereits herausgefunden hat, bestätigte sich auch in zahlreichen Zeugenvernehmungen bei uns. Die Art und Weise, wie Verantwortliche gehandelt haben, macht manchmal den Eindruck, als hätten sie Scheuklappen aufgehabt. Das ist für mich absolut unverständlich. Nur ein Beispiel. Da ist bereits Mitte der 90er in einem einschlägigen, rechtsgerichteten Magazin die Rede davon, dass man aus dem Untergrund heraus agieren soll, dass man autonome Zellen bilden und Strukturen aufbauen soll. Quasi eine ideologische 1:1-Blaupause für den späteren NSU. Ein Exemplar wird dann sogar 1998 in der Garage in Jena gefunden. Es war also bekannt. Und trotzdem wird bei den Ermittlungen bis zum 4.11.2011 der richtige Schluss, nämlich dass es sich um rechtsmotivierte Taten gehandelt hat, entweder gar nicht gezogen oder aber viel zu schnell wieder verworfen. Meine Damen und Herren, das sind 13 Jahre. 13 Jahre, in denen niemand auf die Idee gekommen ist, dies als Ermittlungsansatz heranzuziehen. Und ebenso wenig wurde nach dem Auffliegen des NSU überhaupt in Betracht gezogen, dass das Trio nicht allein gehandelt hat. Es fehlte an dezidierten Untersuchungen zu Mittätern, Unterstützern, Netzwerken. Stattdessen hielt man über den gesamten Zeitraum konsequent an der Trio-These fest. In dieser Frage konnten wir wichtige Anregungen für weitere Ermittlungen liefern. Ein Appell für die Zukunft muss also lauten: ergebnisoffene Ermittlungen und mehr Sensibilisierung, was rechtsmotivierte Taten angeht. Gerade in Zeiten, in denen wir uns zunehmend rechtspopulistischen Phrasen konfrontiert sehen, gilt dies umso mehr, national wie international. Meine Damen und Herren, ich komme zum Schluss.
Klar ist, dass die strafrechtliche Aufarbeitung der Vorkommnisse am OLG in München noch nicht abgeschlossen ist. Auf diese Ergebnisse blicken wir ebenso gespannt wie auf die in den einzelnen Untersuchungsausschüssen der Länder. Denn auch wenn wir nicht alle Fragen vollends klären konnten, so ist unsere Arbeit hier im Untersuchungsausschuss nun zum Ende. Gestatten Sie deshalb noch den Kolleginnen und Kollegen und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, insbesondere denen des Ausschusssekretariats, ganz herzlich für ihre Arbeit zu danken. Dankeschön. Vielen Dank. Der letzte Redner zu diesem Tagesordnungspunkt ist jetzt der Kollege Clemens Winninger, CDU-CSU-Fraktion.